erste Frage, sieht man mich? Gut, das ist in Ordnung. Also nicht hört man mich, sondern sieht man mich. So, bitte. Ein Problem, Palästina. Sie wissen, die Zeitungen sind voll, Fernsehen ist voll. Im Augenblick ist es Gott sei Dank etwas ruhiger. Ich kenne das Problem schon seit 50 Jahren. Da war ich noch etwas jünger. Da war ich als Student in Beirut und habe das erste Flüchtlingslager besucht, von palästinensischen Flüchtlingen. Seitdem war ich des Öfteren unten, der Nahe Osten reizt mich. Bei den Kurden war ich einige Male, habe ein Buch geschrieben vor 10 Jahren. Palästina beschäftigt mich intensiv seit 2009. Voriges Jahr habe ich mein Palästina-Buch geschrieben. Jetzt bitte werde ich mich sehr kurz fassen, soweit es möglich ist, überhaupt. Sie wissen, die alten Römer haben gesagt, Audiatur et altera pars. Man höre auf den anderen Teil. Und das ist bitte ganz wichtig, gerade hier in dieser Frage muss man beide Seiten hören. Sie wissen, die Gründung des Judenstaates hatte eine Vorgeschichte, die ich nur ganz kurz anreißen möchte. Es war Theodor Herzl, ein Jude aus Budapest in Wien, politisch sozialisiert, war deutschnational bei der schlagenden Studentenverbindung. Und dann hat er gemerkt, wie der Antisemitismus wächst und wächst. Zunächst war ja der christliche Antisemitismus und seit schönerer der rassische. Also ob Jude oder Christ ist einerlei, die Rasse ist die Schweinerei, hieß es damals. Und da sind der natürlich ausgetreten, hat Wien oder Österreich für das größte Antisemitenland gehalten und als ein Frankreich die Dreyfus-Affäre miterlebt hat. Sie wissen vielleicht, Dreyfus war ein Offizier aus dem Elsass stammend und Jude noch dazu, Elsässer und Jude, der ist wirklich äußerst unfair, ungerecht verurteilt worden. Also da ist er dann wirklich zu der Überzeugung gekommen, wir brauchen einen eigenen Staat. Soweit diese Vorgeschichte. Dann ist die Balfour Declaration gekommen, haben die Engländer während des Ersten Weltkrieges, nachdem sie bereits mit den Franzosen die Konkursmasse des Osmanischen Reiches aufgeteilt haben, im sogenannten Sykes-Picot-Abkommen, was jetzt ISIS sagt. Sykes-Picot ist tot. Vielleicht haben Sie das gehört. ISIS sagt, es gibt nichts mehr. Aha, gut. So, also, Sie sehen, die Sabotage ist ja überall. Ne? So. Also, Sykes-Picot, ein Abkommen, da haben die Briten und die Franzosen aufgeteilt, das Osmanische Reich. Später, anschließend, haben sie den Arabern ein großes Reich versprochen. Und der Balfour hat den Engländern, also den Juden, einen eigenen Staat versprochen. Das waren also nur die Wurzeln. Dann sind Besiedlungen gekommen in der Zwischenkriegszeit, große Streitereien, Auseinandersetzungen, auf die möchte ich gar nicht eingehen. Erwähnen muss man, dass die Juden das Land bis 1947, bis zum Krieg gegen die Araber, gekauft haben. Das haben sie nicht gestohlen, das haben sie gekauft. Man kann also doch verschiedener Meinung sein, für die Araber war es natürlich keine Überfremdung. Die Juden hatten endlich die Gelegenheit, ein Land zu haben. So. Die Auseinandersetzungen waren so stark, dass die Briten, die das Mandat über Palästina hatten, gesagt haben, wir müssen das Mandat aufgeben. An dem Tag, als die Briten das gesagt haben und die Unabhängigkeit Palästinas festgelegt wurde, begann der Krieg. Die Auseinandersetzung im Mai, 15. Mai, war die 1948 war die Unabhängigkeit Israels und im November 1947 wurde bekannt gegeben, dass am 14. Mai die Besatzung ändert, das Mandatsgebiet und dass hier geteilt wird. Die UNO hat den Vorschlag angenommen, den die Juden akzeptiert haben, einen Teil der Juden, einen anderen Teil für die Araber. Die Israelis oder die Juden, wie sie damals noch waren, haben innerhalb dieser Zeit, vom November 1947 bis 15. Mai 1948, eine Säuberungswelle gemacht, wo 390.000 Araber vertrieben wurden. Das war die sogenannte Nakba. Dann mit der Unabhängigkeit, mit der offiziellen Unabhängigkeit am 15. Mai sind dann die arabischen Staaten eingefallen, haben aber nichts gewonnen. Und dann sind Waffenstillstandsvereinbarungen getroffen worden, die sogenannte grüne Linie. Diese Linie ist bis 1967 das Gebiet des israelischen Staates gewesen.
Und in dieser grünen Linie sind 21% jenes Gebietes, das die UNO den Arabern zugesprochen hat. Das heißt, der Staat Israel von 1948 bis 1967 umfasste auch 21% arabischer Gebiete. So, PLO gegründet, wollte bekämpfen, wissen wir. Dann 1967 der Sechstagekrieg, wo man heute nicht genau weiß, ob der Nasser wirklich angreifen wollte oder nur mobil gemacht hat, ist gleich. Die Israelis haben einen tollen militärischen Erfolg gehabt. In 6 Tagen haben sie weite Teile erobert, die heutige Westbank bis zum Jordan im Gazastreifen. So. Und da beginnt es. 1993 bereits hat die PLO jenes Israel anerkannt, das bis 1967 die Grenze war. Das heißt, die PLO hat nicht nur auf die alten Gebiete verzichtet, sondern auch auf 21% arabischer Gebiete. Das heißt, was die PLO anerkannt hat, war bereits ein Verzicht. So. Und jetzt ist das Problem der Siedlungen. Die Israelis siedeln auf Dörfer kommen raus, haben 2 große Gegner, die Hamas und den Iran. Beides bitte sind aufgeblähte Popanze, wenn ich so sagen darf. Die Hamas hätte bereits beim ersten Mal, als sie in der Regierung war, Israel anerkannt, de facto anerkannt. Die Israelis haben gesagt, mit euch reden wir nicht. Dann ist es erst losgegangen. Der Iran bitte greift nach Atomwaffen. Und tatsächlich oder nicht, kein Mensch von uns will Atomwaffen in den Staaten haben. Aber Tatsache ist bitte, dass in der Zwischenkriegszeit, im Kalten Krieg, das Gleichgewicht des Schreckens, dadurch, dass beide Großen die Atomwaffen hatten, es friedlich war. Und in Indien, Pakistan ist es das Gleiche. Beide haben Atomwaffen, beide mögen einander nicht, beide führen nicht Krieg. Und die Iraner sind im vorigen Jahrhundert 3-mal überfallen worden. Erster Weltkrieg, dann im zweiten 1941, wo sie neutral waren, und dann noch 1980 bis 88. Also die sind sicher, die haben wirklich ein Sicherheitsbedürfnis. Und die beiden müssen herhalten, damit Israel permanent siedeln kann. Es wird täglich verlieren die Palästina Land. Das ist ein Faktum. Und jetzt komme ich zur israelischen Friedensbewegung, die bewundernswert ist und die, glaube ich, für alle ein Vorbild sein könnte. Die Israelis haben jetzt bei diesem Angriff in den letzten Wochen jede Woche eine Friedensdemonstration gemacht. Vorgestern, am Samstag, war die größte Friedensdemonstration innerhalb dieser 4 Wochen. Da waren über 10.000 Menschen am Rabinplatz. Und sie haben demonstriert für den Frieden. Das darf man nicht vergessen. Und ich habe erlebt, 2011 und 2012, 2011, wo Juden, also Israelis und Araber gemeinsam gegen die Mauer, gegen einen Häuserabriss demonstriert haben. Gemeinsam sind sie marschiert, der Regelsführer war ein Israeli und kein Araber, bitteschön. Und 2012 habe ich erlebt, in Belarin, beschreibt man Bilin oder Balin, also Belarin spricht man, das ist ein arabisches Dorf, wo 2 Kilometer entfernt eine Riesenmauer steht, dahinter ist eine Siedlung. Die Mauer trennt arabische landwirtschaftliche Gebiete, wo die Bauern gar nicht hin können, das ist praktisch eine Enteignung so dergleichen. Und da ist jeden Freitag bitte, jeden Freitag eine Demonstration, eine Friedensdemonstration, wo Israelis und Araber gemeinsam hinkommen. Ich bin dort hingegangen, nachdem ich das erfahren habe, 2 Tage vor meiner Abreise bin ich dahin. Bin da angekommen, ist sofort einer gekommen und gesagt, bitte, alle, die noch nie bei einer Demonstration teilgenommen haben, mögen bitte zu einer Einschulung kommen. Naja, ich wollte eigentlich nicht mitdemonstrieren, ich wollte mir es nur anschauen, bin aber natürlich zur Einschulung gegangen. Na, ein Israeli aus Tel Aviv, bitte, hatte diese Einschulung gehalten. Ich habe gesagt, ja, es kommen dann Autos, die fahren vorbei, da können sie einsteigen. Tatsächlich, da kommen Autos, machen die Tür auf, da steigen die Leute ein, fahren Richtung Mauer. Dann hat er gesagt, im Folgendes, es wird immer mit Tränengas geschossen, das ist nicht schlimm, außer sie werden direkt getroffen, dann haben sie ein Pech gehabt. Wenn sie verhaftet werden, was derzeit nicht üblich ist, hat er gesagt, dann gehen sie bitte vorher, jedenfalls schon irgendeinem anderen ihren Namen, damit
Sie, unser Anwalt, dann rausholen kann. Und tatsächlich, das war so, viele Ausländer waren dabei, jeden Freitag, also sollten Sie in der Gegend sein, können Sie da mitmachen, jeden Freitag eine Demonstration in Belarin, ganz interessante Geschichte. Wie ich dort war, waren nicht nur Israelis, selbstverständlich auch dabei, es waren 7 Brasilianer dabei, Engländer, Franzosen, ein Bundesdeutscher und ich. Nicht? Also so war das ungefähr. Diese Demonstration, also es ist hier schon ein starker Friedenswille auch in Israel. Nicht? Dessen ungeachtet ist die israelische Politik natürlich lang drauf. Es geht denen darum, das Land bis zum Jordan zu besiedeln mit ihren Leuten und die Hamas und die und der Iran dienen als Ablenkung davon, als Hinweis, schaut, wie gefährlich und so weiter. Und während ist die Welt, auch Gaza zum Beispiel, ist ja auch so eine Geschichte. Da möchte ich vielleicht noch ein Beispiel sagen. 2012, ich war im Oktober in Gaza, da war gerade dieses Zeitfenster, wo der Mursi ägyptischer Präsident war. Da kommt man raus und drüber. Nicht? Ich war so da in Gaza. Und am Tag nach meiner Ankunft ist der Emir von Katar gekommen, werden Sie vielleicht wissen, die Geschichte, ein Riesenjubel auf der Straße, die Leute haben getobt, ich habe das auch gesehen, wie die Leute, was da los ist, am Abend im Fernsehen, Katar hat das Ehrendoktorat bekommen und ist der Universität von Gaza, der Emir, seine Frau, interessanterweise, war aufmüpfig, obwohl sie islamisch ist, aber Kopftuch, aber es hat hier ein Haarstreifen vorgeschaut. Nicht? Also ein bisschen leichter Widerstand ist da gewesen. So, und große Sache, und dann ist er nach Hause gefahren und in der Nacht darauf bitte haben Leute mit Raketen rübergeschossen. Und jetzt ist die Frage, waren das die Hamas-Leute? Es gibt 12 Widerstandsbewegungen, die nicht alle miteinander harmonieren. Und die Hamas ist halt die Stärkste. Sie wäre blöd gewesen, die Hamas, wenn sie es gemacht hätte. Tatsächlich, sie haben es gemacht. Es sind 3 Israelis verletzt worden. Daraufhin haben die Israelis bombardiert. Ich habe in der Früh geglaubt, es donnert, aber wie ich rausgeschaut habe, strahlender Sonnenschein, wurde mir gesagt, Israel hat bombardiert. Da waren dann 3 oder 4 tote Palästinenser. Dachte ich mir, gut, also der Revanche oder der Rache ist genug getan, jetzt ist der Fall erledigt. Ich fahre dann nach Hause und dann hat sich Folgendes abgespielt. Es war ein großes Manöver zu der Zeit, USA, Israel. Da haben sie geübt, die Raketen abzuschießen, was wir jetzt hören mit Iron Dome. Die haben das geübt, am 13. November 2012 war dieses Manöver zu Ende. Am 14. November haben die Israelis den Militärchef der Hamas erschossen mit einer Drohne. Und das Ergebnis war ja selbstverständlich vorauszusehen. Wenn die den Hamas-Chef erschießen, den Militärchef der Hamas, dass die dann zum Schießen anfangen. Nicht? Und darauf haben dann die Israelis groß zu bombardieren begonnen. Und es waren damals, das habe ich da irgendwo aufgeschrieben, es waren 165 tote Palästinenser, 6 Israelis, davon 2 Soldaten und 14 Milizen. Das war so die Relation. Wieder die Unverhältnismäßigkeit. Und jetzt ist es auch so bitter gewesen, so tragisch das mit den Kindern war, 3 israelische Kinder ermordet worden, ein arabisches Kind ermordet worden, schrecklich, gar keine Frage, aber das war weder von der einen Seite noch von der anderen politisch gemeint. Man hat ja auch den Unterweger bei uns nicht gefragt, bei welcher Partei er ist, nicht? Und auch die anderen Bösewichte hat man nicht gefragt. Jedenfalls haben die dann wieder begonnen, und zwar wieder eine Regierung, Hamas Vater, das ist wieder der Vorwand für die Israelis, hier die Gespräche zu verweigern, und dann ist es wieder losgegangen. Das war letztlich wieder die Bedeutung. Die israelische Friedensbewegung, damit höre ich dann auf, wo es die Ikone der israelischen Friedensbewegung, der Uri Avneri, vielleicht kennen Sie den Namen, das ist also ein ganz toller Bursche. 1923 in Deutschland geboren, als Helmut Ostermann, 1933 nach Israel ausgewandert, den Namen Uri Avneri angenommen, und dann war er bei der Terrororganisation, ist dann wieder ausgetreten, 1947 war er beim Unabhängigkeitskrieg, 1948 schwer verwundet worden bei einer Eliteeinheit, hat ein Buch geschrieben und dann gleich darauf ein zweites, wo er sagt, bitte, wir gehören hierher, aber die Araber genauso.
Und Uri Amleri, nachdem er sich so eingesetzt hat für die Araber, er ist zum Beispiel Ehrenbürger einer Stadt in Israel, einer arabischen Stadt in Israel, wo er verhindert hat, dass die Araber vertrieben werden. Also ein toller Bursch. Den haben aus Hass die israelischen Journalisten alle 10 Finger gebrochen. Und der Mann hat weitergemacht und jetzt vor einigen Tagen war der 91-jährige Uri Amleri sogar bei uns im Zeit im Bild, falls das wer zufällig gesehen hat. Gell? Also wirklich ein toller Mann. Und der sagt, und damit schließe ich, die Israelis könnten morgen den Frieden haben, wenn sie die Siedlungen abbauen, die ungerechtfertigt auf palästinensischem Gebiet sind. Wenn sie die Leute zurückziehen, wenn sie Jerusalem, das, die Hauptstadt, entweder neutralisieren oder internationalisieren oder die Altstadt in Arafat geht und eine gewisse Entschädigung zahlen wird. Und das wäre nicht zu viel verlangt. Und statt dass man den Waffen liefert, statt dass die Amerikaner Geld und Geld reinpumpen und statt dass die Bundesrepublik U-Boote schickt, die mit Atomwaffen bestückt werden können, sollten die helfen, dass die Israelis diese Leute, die heute in der Westbank sind, in Israel ansiedeln und damit könnten die den Frieden haben. Und das muss gesagt werden und das muss man sagen dürfen, ohne dass wir... Danke.